I was born into captivity, one of many concubines. When the Brotherhood came for us, I saw freedom. I saw a future. Now it is up to me to offer hope for those who see none. When Zhang Yong and Chu Ju are dead, when I have the box, I will deliver that. Now my journey has come full circle. My past has returned to aid my future. My old friend, once a concubine like me, is now Empress, and she's risking her life to help me. She knows where to find Zhang Yong, but I fear she and the concubines are in grave danger. If the Templars suspect they are helping me, they will kill them in the blink of an eye. Ein alter Freund, es ist wieder ein Jahr vergangen. Die verbotene Stadt Shaoyong ist an ihren Geburtsort zurückgekehrt. In die verbotene Stadt, die Kaiserin, eine alte Freundin Shaoyongs, aus ihrer Zeit als Konkubine, hat sie um ein Treffen gebeten. Shaoyong muss in die Festung der Tiger eindringen, die Stadt durchqueren und durch die Gärten hindurch Spitze des Turms erreichen, um ihre alte Freundin wiederzusehen. Oh, die verbesserte Gesundheit will ich haben. Die will ich haben. Ach, einfach nur Todessprung. Ich dachte, ich muss wieder synchronisieren. So, wie weit schaut der denn? Der schaut hin und her, so wie es aussieht. Kann ich denn jetzt hier diesen... Warte mal, wenn ich Steuerung drücke und jetzt... Ne, Shift und Steuerung. Ne, das funktioniert nicht. Hm, kann ich überhaupt hier lang gehen? Ich könnte ihn blenden. Oh, hat doch funktioniert. Prima. Sag jetzt nicht, das ist wieder hier nur so ein Sideway. Das scheint schon richtig zu sein. Ich kann jetzt hier oben lang. So, das hat doch super funktioniert. Aber das mit den Helix-Balken, Helix-Fähigkeiten an der Tastatur, das gefällt mir gar nicht. Finde ich nicht so cool. So, an die komme ich auch locker vorbei. Sollte ich zumindest. Nur kurz gucken, wie du agierst. Kommst du wieder hierhin zurück, ne? Du kommst jetzt da lang. Dann schleiche ich einfach hinter dir her und dann sollte ich da auch vorbei sein. Naja, eigentlich sollte ich safe sein. So. Wieder nicht synchronisieren? Noch Adler-Synchronisation. Hat jetzt funktioniert. Bla bla bla. Da muss ich hier durch, dadurch, überall durch. Durch die ganze Welt. Irgendwo muss dann irgendwo der Gärtner. Oh Gott. Voll der Dreitagesmarsch. Die unsichtbare Frau, in der Tat. Wollte schon sagen, der sieht mich doch, wenn ich das mache. Oh, den habe ich gar nicht beachtet. Aber hört er das oder sieht er das, wenn ich hier lang gehe? Der sieht das dann, okay? Jetzt muss ich aufpassen, dass der eine das nicht sieht. Der wird das nämlich auch sehen. So, ich gehe auf Nummer sicher. Warte nochmal. Ich hoffe, ich springe den einen jetzt nicht in den Schoß, wenn ich da jetzt rauskomme. Ich warte und dann verstecke ich mich da hinten in den Büschen. Ich gebe mir jetzt extra Mühe, weil ich unbedingt Dings haben will. Und jetzt guck nochmal rüber und dann hau ich ab.
Ach, fuck, Mann. Jetzt reicht's mal auch immer. Weg mit deinem Schild. Was stimmt denn mit dir nicht, Kollege? Na, jetzt gibt's wieder ein bisschen Bronze. Ne, Gold. Das nehme ich. Das kaufe ich. Okay, hier unten ist nichts. Hätte ich auch geschmeidig rüberspringen können. Wir tappen auf die Wache. These concubines are in danger. I need to kill the guards protecting them. Give the girls a chance to get out of here. Mann, die babbeln noch eh und dann sehen sie mich nicht. Unsere Befehl ist, dass sie diese Mädchen kontrollieren. Wenn sie jegliche Widerstandszeichen haben, dann töten sie sie. Verstanden? Achso, ich muss hier unten lang, oder? Komme ich denn hier weg? So, jetzt. Oh, da kommt einer. Kann ich in der Zeit das aufsammeln? Ich will den erweiterten Gesundheitsbalken, darum gebe ich mir ein bisschen Mühe. Ich glaube, den töte ich, ist mir angenehmer. Weil das ist der, der wieder merkt, wenn jemand in seiner Nähe ist. Ob er einen Furz riecht, ich habe keine Ahnung. Ja. Muss ich jetzt zu ihr reden? Please help the others. Ja, drei Stück gibt's von euch. Wo ich denn landet hier? Im chinesischen Freudenhaus oder was? Muss ich hier überhaupt lang? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich muss einfach hier oben lang. Ja. Ja, Assassin-Gold, das will ich sehen. Meister. Was heißt ein Meister, dass ich den nicht... sollte ich lieber die Datenbank gucken? Die Datenbank geben. Stand doch gerade Meister und dann... Ich glaube, seinen Wachenfreund hier kann ich töten. Na, schön, erstmal Genick knacken lassen. Stecken wir uns mal hier. Der Meister dreht sich doch gleich, ne? Ja. Ist doch nicht dein Ernst. Dreh dich doch um, Mädchen! Ich merke schon, was der Meister kann. Oh, der Meister gibt mir einen Hit! Verstecke ich mich hier hinter? So, dann warten wir kurz. Der eine blickt jetzt nochmal. Oh, haben wir geschafft. Der hat zurückgeblickt. Jetzt können wir hier hin. Eigentlich ist das meine Chance, komplett zur nächsten Säule zu laufen. Jetzt habe ich das aber natürlich vertrödelt. Jetzt müsste ich einmal komplett abwarten. Ja, das ist meine Chance, darüber zu kommen. Jetzt kommt der heimliche Blick nach hinten zu seinem geliebten Meister. Das ist meine Chance, dass ich da hier verstecke. Der eine noch mal hier rüber, oder? So, das sollte es gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit der Knarre noch mal hier hinschaut. Ich riskiere mal nichts und warte, bis er wieder runterschaut, wollte ich sagen. Da an der Ecke ist was versteckt.
Eine Truhe! Die will ich haben. Kann ich hier so... Yes. Naja, die war jetzt nicht schwer zu kriegen. Got it. Ja, einmal rüberhangeln, wieder hoch, zack. Machen wir das gleiche hier. Hab ich hier? Ich hab noch alles. Braucht das nicht aufheben. Ist mir schon klar, was ich da machen soll. Ach, jetzt muss ich schon wieder alles runter. So. Achso, da muss ich rüberspringen. Lal. Fall dich doch hoch. So, geh mal hier. Ich hoffe, ich krieg 1200 Punkte bei der Mission zusammen. Mehr Gesundheit ist immer gut. Kann ich mich auch ein bisschen mehr trauen zu kämpfen. Da unten sind welche. Ich glaube, ich kletter nochmal hier hoch und dann einmal rüber. Hier drauf. Wenn ich schnell bin, könnte ich das hinkriegen. Warte mal, da müsste ich... Warte mal, ich drücke 4 und dann 3. 4 und dann 3, okay. 怎么回事啊? Hey, du, shit, der hat mich gesehen. Oh, viele. Da muss ich es umgekehrt machen. Ja. Muss ich einen Lärmpfeil ihn abschießen lassen? Und die blenden? So. Dann hätten wir das geschafft. Der eine schaut. Wir stecken uns in der Zeit mal hier hinter. Kannst du eh nicht gucken, Bro. Der andere kann es auch nicht sehen. Muss ich durchs Haus? Ist im Haus vielleicht was? Ja, da ist irgendwie eine Kiste wieder. Ich denke mal, da könnte ein Wurfmesser oder etc. pp. Drin sein. So, wie mache ich das denn? Ich sehe nur, der eine schaut. Und ich muss definitiv runter, würde ich sagen. Dann muss ich erstmal hier hoch. Ach, ich kann auch durchs Haus. Ist aber eine Sackgasse, oder? Oho, der Meister will sein Schwarz haben diesmal. Ja, ist eine Sackgasse. Kann ich hier lang? Nee, ist eine Sackgasse. Kann ich die hier ab? Nee, das geht auch nicht. Ich krieg die nicht die Benachrichtigung, dass ich die treffen würde. Schade, das wird nicht funktionieren, ne? Nee. Dann muss ich... Oh, shit. Hau ab, Digga! Nein! Ich lass nochmal Alarm runterlaufen. Weil ich sehe gerade, ich kann hier runter. Blup, könnte ich dann gleich da runter gehen. Zu spät gesehen, aber gesehen. Wieso kann ich mich denn da hinten verstecken? Knabisai. Knapp, wie so ein Rad. Hup, guckt der eine hoch, guckt der andere runter. Abwechselt. Ja. Ne, den warte ich diesmal. Das riskiere ich nicht. Zu der Konkubine muss ich.
Dass eine Konkubine, eine Kaiserin in China war, das ist ja nichts Gelogenes, ne? Das war ja wirklich so. Wei Sheng oder wie hieß die? Irgendwas mit W hieß sie. War echt die Kaiserin dann von China? Wissen tue ich das auch nur von Civilization, kennt ihr bestimmt. Sag jetzt nicht, der eine kriegt dadurch auch mit Alarm. Ne, gut. Die Verstärkung sollte ich für alle Fälle trotzdem ausschalten. Wo ist er, Mann? Wo ist er, Mann? Hallo? Ich sehe es gar nicht. Oh, warte, geh gar nicht hier runter. Hier geht's unten lang. Yeah. Wei Sheng, wie hieß die nochmal? Ich finde das immer so toll, dass Assassin's Creed sich hier wirklich so von der Historie, von der Geschichte immer, was heißt, inspirieren lässt, aber halt sich daran hält. Inspirieren ist, glaube ich, das falsche Wort für sowas. Warte mal, die Konkubine habe ich jetzt vergessen, oder? Ja, natürlich. Komme ich denn überhaupt da oben hin? Was mache ich? Ich will ja Gold kriegen in dieser... Also, ich will ja meine Gesundheit erweitern. Ich glaube, ich muss da hinten durchs Fenster. Ja, definitiv. Warum sollte ich dich umbringen? Sag jetzt nicht, der Meister kann hier raussehen. Kann ich da nicht dran an die Wand? Warte, bevor er mich auf einmal sieht. Wie komme ich denn da nicht an die Wand dran? Ach, mit S. So, wenn er nochmal kommt, dann eliminiere ich ihn. Das hast du davon. Kein Problem. Warte mal, es geht hier. Kann mich hier fallen lassen? Kann ich hier rüber springen? Kann ich mich auch fallen lassen? Was sollte genügen? Sehe ich schon hier die nächste Konkubine? Nee, doch da unten. Okay. Hier hat doch gerade einer runtergeschaut, oder? Na, er hat sich zumindest Mühe gegeben, runterzuschauen. Oh, shit. Ich glaube, hier bin ich am Arsch. Ach, der kann gar nicht so weit sehen. Lol. Der Arme. Warte mal, wäre es nicht praktischer, wenn ich mich hier hochseile? Also komme ich gar nicht lang. Wie mache ich das denn? Ich muss doch... Ist doch kürzer, glaube ich, hier. Aber da komme ich auch nicht lang. Warte, ich sehe, glaube ich, irgendwas wieder nicht. Ich bin wieder blind. Oder? Nee, hier bin ich auch in der Sackgasse. Nee, ich komme da nicht hoch. Ah, doch, komm ich. Oh, shit. So. Den müssen wir ja nicht töten. Den lassen wir mal einfach leben. So, Haupteingang. Achso, die sind die Zeitquests. So,
Sehr. Können wir eigentlich jedes Mal synchronisieren? Irgendwas geht, funktioniert so auf jeden Fall. Ich muss da runter sowieso. Dann ist da noch eine Konkubine und dann geht die Mission halt hier weiter. Ich denke mal, das ist dann der Turm. Konkubine muss da unten jetzt irgendwo sein. Helix-Boost will ich nicht. Ich mag diesen Helix-Quatsch nicht. Am Anfang fand ich es ganz cool im Tutorial, weil es da einfach war. Aber jetzt, keine Ahnung, ich finde es voll schwierig. Ich glaube, es ist eine Joystick-Fähigkeit, nenne ich es mal einfach. No, please, no. Sehr gut, Rettung ist nah. Die sollte ich aber auch kriegen. Habe ich zum ersten Mal meine Sidequest geschafft. Aber der ist wachsam, muss ich sagen. Oder wie mache ich das denn am besten? Eine patrouilliert, der eine schaut immer hin und her, hin und her. Oder eine sieht mich nicht. Nein, das ist gut. Wie mache ich das denn am besten? Ich muss fighten, oder? Fast verkackt. Kaum genug untersucht. Angriff. So. Oh shit, der andere kommt auch. Ey, wieso wirst du ein Wurfscher, wenn du so nah beim... Ah! Ich habe deinen Kollegen getötet, Bro. In deinem Namen habe ich ihn getötet. Ey, was? So. Ging nicht anders. Hab's nicht anders hinbekommen. Ich denke mal, auch wenn ich jetzt die Bronze kriege, dass ich die Sidequest erfüllt habe, ist mehr als gut. Ups, ich bin noch nicht mit der Leiche gleich dahinter her. Das stimmt mit dir nicht. Ja. Oh, das war knapp. Oh, Wasser. Obwohl, ich muss da gar nicht hoch. Ich bin ja eine Stange lang. Da drinnen scheint einer zu sein. Hier oben, der geht aber vorbei. Da ist nur eine Kiste. Wo muss ich denn lang? Muss ich denn überhaupt rechts dann lang? Ja, scheint wohl richtig gewesen zu sein. Komm ich da so dran? Yeah. So, dann gehen wir hier rüber und Sprung! Sollte eigentlich nicht mehr viel fehlen, ne? Müssen wir endlich. Ist das der Garten? Das ist bestimmt der Garten, wo ich bin. Würde ich mir jetzt einfach mal behaupten. Oh shit! Die gehen sich näher, wie es aussieht. Die kommen sich näher. Ich muss ihn töten. Sieh mal auf. Kann ich den da reinwerfen? Yes! Oh, und das habe ich auch noch geschafft. Das ist wieder so ein riesiger... Sneaky-Stelle hier. Der merkt das nicht, oder? Der hat keine Lampe, wieder eine. Ja.
Und der eine dreht sich gar nicht um, oder was? Der eine schaut runter. Der eine steht dauerhaft so. Soll ich das vielleicht gar nicht sneaky schaffen? Oder warte, ich habe eine Idee. Wang Yangming ist tot. Ja, ich bin schon tot. Er ist jetzt noch mit uns. Das geht gar nicht anders. Oh, wow. Oh, wow, der kommt doch nochmal zurück, oder? Ihr seid doch Arschlöcher, Mann! Hör auf damit! Oh. Sehr klischeehaft, dass ihr Ninja-Sterne habt. Oh, wo es mich resettet hat. LOL. Steck mich lieber doch mal hier kurz. Der läuft jetzt an mir vorbei, oder? Sind die alarmiert oder standen die gerade eben auch schon ganz Zeit so? Oder stehen sie so, wenn die alleine sind? Wang Yangming ist tot. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ich glaube, das ist meine einzige Chance, dran vorbeizukommen. Wenn er so runterschaut. Warte mal. Hier hoch? Kann ich hier rum? Jawohl. Die werden die Leiche gleich sehen. Oh, Assassin Bronze. Shit. Haben sie die Leiche gesehen? Lal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 a. Warte mal, das muss ich doch sowieso hier lang. Dann kann ich jetzt hier aus dem Fenster bestimmen. Hey, wie? Shit. Sie sind alle. Haben wir Paul nach Er schaut jetzt hier rüber und einer hat durch ein Fenster gerade geschaut. Schaut er durchs zweite Fenster auch? Ich warte mal da drauf. Er ist so gesehen um die Ecke gegangen, also zum Fenster, und dann stand ich so hinter ihm. Er war schockiert, der einen, als er das gesehen hat. Schaut er auch durchs zweite Fenster? Gucken wir mal. Ich glaube, es ist sicherer, wenn wir uns einfach versteckt halten. Wenn er nicht durchs zweite Fenster schaut, dann komme ich nicht vorbei. Hm, komisch. Hm. Ich kann mir höchstens Lärmpfeile vorstellen, die ich da nach oben schieße. Ja, würde ich gleich mal machen. Wenn da eine mitkommt, kriegt es mir auch egal. Geht da eine das abchecken? Was? Leute, bleibt ruhig. Ihr seid doch so die größten Arschlöcher seid ihr. Da hat er ihm sein Schild kaputt geschossen. Und in mein Gesicht. Genau. Was, guckst du nicht hoch? Jetzt guck. Ich krieg keine andere Chance. Du guckst bestimmt runter, ne? Runter sei ich raus, Mann. Ist mir aber egal, egal, ist mir egal, egal. Ich habe alle drei Konkubinen habe ich schon gerettet, glaube ich. Ja, es bringt nichts, wenn ich die weggucken lasse. Ich glaube, da scheint jetzt nicht drüber. Perfekt. Ist noch hier rüber. Ist im Haus jemand? Oh, glaube, Lärmpfeile kann ich immer gebrauchen. Da hoch komme ich, glaube ich, nicht.
Muss ich hier wieder raus? Ah ne, oh, hier komme ich hoch. Wie lange stehst du denn da? Nicht lange. Wenn der jetzt wiederkommt, bin ich ciao. So. Sollte alles cool gewesen sein. Ich glaube, der konnte keinen Alarm schlagen. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hat er doch irgendwie Alarm geschlagen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der hat keinen Alarm geschlagen. Muss ich überhaupt hier lang? Ja. Oh, die Level ist aber ganz schön. Was? Bronze? Ich weiß nicht, ob die Nebenmissionsquest die Punkte schon drauf gezählt wurden. Ich hoffe. Das ist Ende auf jeden Fall. Your Highness, it is good to see you again. What is wrong? Ja, wo wir eiskalt verraten. Guck mal, wie viele Punkte wir bekommen haben. Ja, ich hab die beide. Yes. Yeah, baby. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.